Hallo und herzlich willkommen zurück zu Advance Wars 1. Und nach dem letzten Kampf, der übelst lange war, gegen Drake, geht's auch leider in diesem Part. Wie immer gegen den Drake. Zum zweiten Mal. Also seine Gabe werden wir noch lange, lange miterleben müssen. Schade aber auch. So. Es geht ab zum Lesen. Bei Neptuns Dreizack, das war ein langer Kampf. Komm schon, Drake. Wir verlieren wieder, wenn wir nicht bald aufbrechen. Hör auf zu quengeln, Igel. Schau dich doch mal um. Nur Idioten singeln einfach so in unbekanntes Gewässer. Wovon redest du über... Das Sternkorps von Orangenstar hat Green Earth nicht angegriffen. Aber wir haben doch gesehen. Wir sahen, was wir sehen sollten. Und es geht um mehr als um die Kämpfe. In Green Earth, der gesamte Konflikt war von Anfang an geplant. Aber wie... Ruhe, ich sage, wir müssen das Blatt wenden und unserem mysteriösen Gegner entlarven. Testen wir meine Theorie an Orangenstar. Du meinst, das war nicht Andy? Es wird immer mysteriöser. Okay, auch dieses Mal werden wir suchen, raten, wer es ist. Und mit Andy spielen wir. Das ist gut. Das finde ich gut. Mission 16. Sturm auf See. Ah ja, die Mission. Chris, Andy, hier ist Nell. Könnt ihr mich hören? Was ist denn los? Drake ist wieder auf uns getroffen. Ihr müsst zu uns stoßen und unsere Missile-Einheit schützen. Sie ist essentiell, wenn Orangenstar erfolgreich sein soll. Achte auf das Schlachtschiff im Süden. Es ist auf Konfrontationskurs. Ich verstehe. Ich muss nur diese Missile-Einheit schützen, richtig? Du hast es erfasst. Kümmere dich nicht um deine Städte oder dein Hauptquartier. 10 Tage, Andy. Wenn du die Einheiten 10 Tage lang schützt, kümmere ich mich um alles. Andere, lass uns nicht im Stich, Chris. Ihr habt's gehört, wir müssen lang genug durchhalten. Weil sonst ist alles vorbei. Und das wäre schade. Gut, wir sollen auch nicht kämpfen, wir sollen einfach nur die Missile-Einheit retten. Das tun wir auch. Frachten wir in ein Boot. Lassen das hier. Und mit weiteren und schicken die in dem Boot. Ein U-Boot. Unser Gegner besitzt sehr viel Kraft. Naja, er hat auch ein U-Boot. Noch ein U-Boot. Gefällt mir nicht. Müssen ein paar Tage... Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber egal. Aber nicht schlecht, ich habe einen Speer... Ich habe einen Jagdpanzer mit einem Speer besiegt. Das hat mich überrascht. Weil sonst würde es ja so aussehen. Okay, er hat ein U-Boot von mir entdeckt. Da ist ein Raketenwerfer. Gut, warum er jetzt um Himmels Willen sein U-Boot aufgedeckt hat, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sein U-Boot verloren. Boom. Gut, verstehe ich nicht. Brauche ich auch nicht verstehen. Ich bin nur der Trottel, der gegen den antreten darf. Ich darf keine Fragen stellen und muss alles hinnehmen, was
eben hingenommen werden muss. Gucken wir mal weiter. Ja, du hattest es genauso geplant. Ich hatte es nicht so geplant. Solange ich die Seeeinheiten dort ein bisschen beschäftige, passiert mir nichts. Wie gesagt, mein Hauptquartier wird nichts passieren. Das werden sie nämlich nicht einnehmen, weil keine Infanterieeinheit in meiner Nähe ist. Einfach, ich muss einfach nur die Missile schützen und das 3 Tage. Das war's. Tja, es hat viel gebracht, ne? Und das war super. Das ist mein U-Boot auch finito. So, wir machen erstmal super Tuning. Wir sitzen jetzt nur noch 4 Einheiten. Naja, 4 Einheiten, die wir sehen können. Normalerweise tue ich hier meine Einheiten hin, aber ich traue denen nicht. Wir müssen jetzt eigentlich nur warten. Wie gesagt, wir müssen 4 Tage noch aushalten. Unser Gegner macht nichts mehr, wir machen auch nichts mehr. Und schon haben wir die Mission eigentlich erfüllt. Ziemlich einfach. Na gut. Chris, Andy, entschuldigt, dass ich euch warten ließ. Nell, Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Du legst es wirklich darauf an. Kommandant Drake, wenn du weitermachen willst, musst du es mit mir aufnehmen. Jetzt werde ich Kiel geholt. Nell und ihre Truppen sind aufgetaucht. Sie sind zahlenmäßig überlegen. Zeit, die Segel zu hissen. Und wir haben gewonnen. Harte Kämpfe sind die besten. Naja gut, wir müssen auch gar nichts machen. Ja gut, deswegen ist auch unsere Kraft so unten. Aber was soll's, wir haben die unteren Einheiten lang aufgehalten. Ja gut, ein kurzer Part. Oder, ach weißt du was, wissen wir was, ich speichere einfach. Und wir machen weiter. Der Part ist zu kurz, dann spielen wir weiter. Oh, unser nächster Gegner ist Eagle. Yo, wie ich sagte, das ist ein sehr starker Gegner. Verdient ein alter Seebär wie ich nicht ab und zu mal eine laue Brise? Drake, hör zu, was unsere Besprechung von neulich betrifft. Ahoi, Eagle. Jetzt solltest du mal ins Wasser. Bekämpfe selbst das Sternkorps Origin Star und teste meine Theorie. Ich glaube, du hast recht. Und auch hier haben wir 3 Möglichkeiten zu spielen. Wobei ich mit Max am einfachsten bin. Das kann ich schon mal erwähnen. Es war trotzdem... Es war ausgelost. Wie gesagt, ich will das gar nicht so entscheiden, aber mit Max ist dieser Kampf sehr einfach. Mission 17, Siegesschwingen. Und wir müssen eigentlich nur seine Einheiten zerstören, seine Landeinheiten zerstören und dann haben wir eigentlich auch schon gewonnen. Ja, diese Jungs gehören zu Igo. Ein so ausgewogenes Bataillon sieht ihm ähnlich. Aber hier ist ein Frontalangriff gefragt und darin bin ich der Größte. Weißt du, ich muss herausfinden, warum er Andy so nachsitzt. Ja, ich schulde es dem Knirps, ihm dieser Plage vom Hals zu schaffen. Okay, Chris, legen wir los. Sehr wohl. Gut, was sehen wir? Unser Gegner hat viele Einheiten der Luftwaffe, aber nur 2 Jäger. Und wir haben... Und einen Flak. Das bedeutet, wir müssen nur aufpassen auf seine 2 Jäger und seine Flak. Dann haben wir schon gewonnen.
Den Rest brauchen wir dann gar nicht mehr machen. Ich bin immer gerne hundertprozentig. Deswegen zerstöre ich es auch gleich sofort den Jäger. Ist viel sicherer. Gut, wir kommen da ran. Zerstören mit 142%. Puh, nicht schlecht. Die Mission schaffe ich in ziemlich schneller Zeit. Eigentlich sollte man lieber zurückgezogen spielen, aber ich scheiß da drauf. Gut, er kommt nicht hier hin. Gut, wie weit kommst du? Weit genug, mir weh zu tun. Gut, das wäre es gewesen sein. Drake ist zwar überzeugt von seiner Hypothese, aber ich glaube sie nicht. Andy, dich schnappe ich mir jetzt. Andy spielt aber gerade nicht. Momentan ist Max dran. Blöd. Richtig blöd. Okay. Kommen wir zum Jäger hin? Nein. Den hast du gut gesetzt. Kriegst einen Keks für. Na gut, jetzt ist seine Gabe eigentlich schon fertig. Deswegen ziehe ich meine Truppen lieber komplett zurück. Schade. Was man nicht alles tut, ne? Deine Gabe ist blöd. Und die wird uns jetzt richtig wehtun. Weil er jetzt gleich zweimal angreifen kann. Das ist das Blöde an seiner Gabe. Aber deswegen mag ich den Charakter ja. Weil die Gabe so schön gemein ist. Ich hoffe nur, dass er mit seinem Jäger jetzt nicht zu meinem Jäger kommt. Dann. Doch, kommt doch. Schade. Gut, komplett zerstören kannst du sie nicht. Das ist gut. Das wäre blöd, wenn du das jetzt zerstören würdest. Ja, gut, wie? Gut, das ist eine Gabe. Dagegen kann man nichts machen. Aber er greift auch für total verblödete Ziele an. Na gut, ich weiß ja, wie der Gegner tickt. Gut. Die Flak muss weg. Ganz wichtig. Gut, jetzt haben wir eigentlich schon gewonnen. Oh, nee, warte. %210, Alter. Du gehst ja heute richtig ran, Max. Ja gut, wir haben auch eigentlich so gut wie alles zerstört von ihm. Jedenfalls das Wichtigste ist weg. 31. Der Bomber ist genug. Da wird noch ein Helikopter dran glauben. Na gut, aber den KPZ-Panzer hätte ich schützen können. Das ärgert mich schon ein bisschen. %70? Wow. Warum Max jetzt trotzdem noch voller Schweiß ist, verstehe ich jetzt auch nicht. Aber was soll's.
Ja, die Bilder zeigen immer, wenn es gut läuft, wenn es scheiße aussieht und so. Aber da war jetzt irgendwie ein falsches Bild auch. Weil es ja eigentlich sehr gut für uns ausstand. So. Das war eigentlich alles, was ich machen musste. Unser Gegner hat die Arschkarte, weil wir jetzt sowas von in der Führung liegen. Aber es tut mir auch kein bisschen leid. Das muss ich dazu sagen. Nö. Warum sollte es mir leid tun? Ich spiele in der Hinsicht richtig. Aber ich hätte auch viel bessere Einheiten. Das muss ich zugeben. Also es ist schon ein klein wenig unfair gewesen. Wobei er eigentlich mehrere Bomber hat, tatsächlich. Na, es ist aus. Ach. Belassen wir es dabei beim Reden. Die Hauptsache ist, wir haben jetzt liegen in Führung bis zum geht nicht mehr. Und ich denke mal, weiter drüber diskutieren müssen wir nicht. Ich versuche jetzt nur noch seine ganzen Einheiten durchzuzerstören. Dann hätten wir auch diese recht einfache Mission geschafft. Ja gut, ich habe jetzt gerade nichts zu sagen, Leute. Das passiert auch mal. Wie gesagt, ich mache jetzt nur Routine. Ich mache nichts Ernsthaftes mehr. Setzen wir jetzt gerade nochmal die Gabe ein, auch wenn die komplett sinnlos gerade ist. Wobei wir doch jetzt halt gewinnen können, schon in der Runde. Ja, wir haben gewonnen. Das ist gut. Gut, wir haben gewonnen. Das ist gut. Antworte mir jetzt, warum hetzt du Andy durch die Lande? Du verlangst dir eine Antwort? Nun gut, hier ist meine Antwort, Max. Dein Gefährte Andy hat hinterrücks mein Heimatland angegriffen. Was? Seinen Gesichtsausdruck während des Angriffs werde ich nie vergessen. Hey, einen Moment mal, Eagle. Andy würde so etwas nicht tun, im Leben nicht, komm schon. Er hätte das nie planen können, er ist doch noch ein Kind. Wie bitte? Ich meine, es tut nichts ohne Grund. Und es gibt keinen Grund, Green Earth anzugreifen, er war es nicht. Hm? Nun gut, ich nehme dich beim Wort, für den Augenblick. Aber glaub nicht, dass ich dir vertraue. Sollte Andy lügen, wird er den Tag verfluchen, an dem er geboren wurde. Super Drohung. Ich bin immer noch gut dabei. Ja, und ich glaube, wir kriegen auch S. Ja, gutes Tempo, Kraft, Technik. Gut, der KPZ-Panzer musste nicht beschädigt werden. Das ist aber die Folge seiner Gabe. Cool, wir kriegen 12 Münzen und haben insgesamt 160 Münzen. Und kriegen einen Rang hoch. Wir sind jetzt Eisenhahn. Bekloppte Namen sind das, ganz ehrlich. Aber egal. So Leute, ich bin den Part. Wir sehen uns im nächsten Part von Advance Wars 1 wieder. Bis dann. Ciao.